Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore! Yeah, wir sind wieder back in the game, yeah. Wir sind wieder zurück im Spiel und mein Eisen schmilzt hier, glaube ich, noch aus der letzten Folge. Und vielleicht, nur ganz vielleicht, sollte ich mir ein Eisenschwert bauen. Oder soll ich mache einfach ein Eisenschwert, damit ich nicht sterbe, so. In der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass das mit dem Ton ein bisschen schlecht war, deswegen werde ich heute darauf achten, dass meine Sounds nicht so lang, so laut sind. Deswegen werde ich die jetzt hier extra nochmal runterstellen, für euch nochmal extra lauter ist und mich dann nicht, verstehen könnt. Deswegen, das war in der letzten Folge halt, deswegen konnte man mich am Anfang schlecht verstehen, danach immer noch. Aber es ist wenigstens besser geworden. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir Eisenrüstung machen soll, also komplette. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich genug. Also mir fehlen Schuhe und Brustplatte. 8 wegen der Brustplatte. 8 minus 13 sind 5. Heißt, wir haben dann noch 5 übrig. Das geht sich sogar aus. Ich glaube, dann mache ich das. Okay, und jetzt kommt hier Minecraft-Profi. Weil ich mache jetzt hier 2 und dann shift ticke ich durch. Dann habe ich eine volle Eisenrüstung. Yeah. Okay. Kann eigentlich noch das Essen schmelzen. So. Ja. Ist da hinten irgendwas? Ich möchte jetzt auch nicht so krass erkunden, weil wenn ich sterbe, bist ja vorbei. Ich wollte ein bisschen hier gucken, ob ich... Wieso geht der hier weg? Du sollst im Dorf bleiben, ich brauch dich. Wie viele? 10 Emeralds. Warte, ich guck mal, ob ich irgendwo Emeralds kaufen kann. Ah, laggy. Ja? Okay, ich werde jetzt gucken, dass ich irgendwo... Ups. Zack. Oh mein Gott, ich hab nochmal einen gemacht. Mach die ganze Zeit Screenshots. Wie viele habe ich gemacht? 2, okay. Kann ich hier, ich guck mal immer, ob ich irgendjemanden finde, wo ich Emeralds unten. Nee, du tradest nicht. Du auch nicht. Tradet irgendwer von euch? Nein. Warum? Ich brauch Emeralds. Ich hab keine, oder? Nee. Das ist aber blöd. Ist da irgendwo Villager hier? Wenn ich bei. Da sind da noch 2. Du tradest nicht. Nur dieser. Ich hab Autojump an. Glaube ich. Kannst dich sehen. Left Button. Wie ein Block ab. Das nervt. Jetzt kann ich gerade gar nicht sehen, ob ich Autojump an habe oder nicht. Okay, jetzt habe ich's aus. Wo komme ich jetzt eigentlich her? Von da oben, oder? Ja. Okay. Die Villager-Dörfer sind manchmal total komisch gespawnt. Weil hier ist so ein halber abgeschnittener Weg und der geht oben weiter. In das Feld weiß ich jetzt selber nicht so. Okay, geht das Feld weiter und noch der Weg. Das ist irgendwie bei Villager-Dörfern, wenn die... So, das ist so... Welcher Mensch spawnt das so? Frage ich mich jetzt gerade irgendwie. Warum spawnt das so? Kann er das... Egal, sieht halt cool aus. Okay, das Essen sollte fertig sein. Ja. Gut, das heißt, ich werde hier mal mein Lager lassen. Ja, warum sind hier nirgendwo Villager, mit denen ich trade? Aber warum sind auch in den Kisten nichts drin gewesen? Da ist der. Das ist der einzige, der tradet. Der macht halt dieses Bane of Arthropods 1 und Knockback 1 und Iron Packs halt. Entschuldigen Sie. Danke. So. Geh ich mal schlafen. So. Ja, sie dürfen hier bleiben. Ich brauche das einfach. Mann, ist blöd, dass hier keine Emeralds gibt. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo noch was finde. Hier waren denn aber auch normalerweise halt auch Kisten auch Emeralds drin, aber irgendwie war das jetzt auch nicht. Ist hier irgendwo. Ah. Leggy. Eine Katze. Sonst ist hier aber auch nichts. Eisenkohle. Da hinten sind noch Villager. Ich guck mir das nochmal an. Aua. Ich hätte einen Wassereimer machen sollen.
Haben die hier nicht auch noch eine Höhle? Hatten die hier nicht nur eine Höhle? Ja, hier. Eine sehr coole Höhle auf jeden Fall. Hier ist ein orangenes Bett. Ich glaube, ich werde da oben irgendwie wohnen. Ich habe ja erst in einem Wüstendorf gemacht, gewohnt, jetzt wohne ich da. Irgendwie ziehe ich die ganze Zeit um. Die Chat. 3M. Warte, wie viele Emeralds sind das? 5. Ich könnte. Entweder ich könnte. Nee. Okay, ich gucke mir nochmal die Häuser an. Die habe ich schon mal in der letzten Folge mir nicht angeguckt. Das ist jetzt aber auch eine Weile her, da ich die aufgenommen habe. Also ich könnte versuchen, oben bei dem Waffenschmied. Ich könnte versuchen, dass ich da gleich vielleicht die Eisenaxt hole und dann halt Sachen mache. Ich muss jetzt erstmal hier nochmal essen. Traded der. Nee. Ist hier noch eine Kiste drin? Nee, Mann, ich brauche Kisten. Ich wollte mal. Oh, Melonen. Ich hole mir Essen. Okay. Und Leder. Leder kann ich eigentlich auch brauchen. Das war eigentlich nicht die längste Ahnung für Bücher, falls ich irgendwann mal so weit komme, irgendwie Sachen zu verzaubern. Was wahrscheinlich nie kommen wird. Wie viel? 9 Steak, rohes Steak. Muss ich aufpassen, dass ich den, das hat ein Schwert kommen? Nee. Ei. Nee. Okay. Komm her! Okay. Noch Schweine. Also ich werde jetzt mal versuchen, so viel Essen wie möglich zusammen zu klappern. Weil ich habe zwar ultra viel Brot, jetzt fast ein Stack Brot, aber das wird auch irgendwann aussehen. Das Schwein war Tackle-Profi. So. Vielleicht dann oben, ich gehe jetzt einfach mal hoch und werde. Okay. Und werde versuchen. Also ich muss mir jetzt noch entscheiden, ob ich auf 10 Emeralds warten soll, bis ich 10 Emeralds habe, oder ob ich einfach weitermachen soll. Da muss ich jetzt noch, muss ich gerade noch nachdenken, was ich davon mache. Ich guck erstmal, da oben wohne ich. Ich, 2 Millionen zieht. Da oben wohne ich, meine. Ich habe jetzt mein Mikro. Hier war ich gerade drin. Samen könnte ich. Irgendwie kann man die so zusammenziehen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. So. Ich habe auch schon mal ultra viele Seeds. Oder ich gehe jetzt nochmal zu diesem Pferdegehege. Ich glaube, ich gehe da jetzt nochmal hin. Danach gehe ich jetzt hoch und gucke, ob ich mir vielleicht die Axt kaufe. Weil es könnte sein, dass wenn ich mir die Axt kaufe, ich ja irgendwie ein Angebot habe, wo ich mir Emeralds kaufen kann. Weil es kann nicht sein, dass ich in Wildjordorf mir keine Emeralds kaufen kann. Hier ist nichts. Jetzt Kohle. Ich suche mehr Eisen. Ich möchte mir eigentlich einen Wassereimer bauen. Okay. So sterben ist für mich gerade momentan in Hardcore. Weiß nicht, schwer. Muss man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Oder was ich versuchen könnte, was es am riskantesten wirklich von allem wäre, ist. Ich guck, weil wir haben ja hier irgendwo nebenan eine Wüste, genau da. Gucken, dass ich, wenn ich, dass ich irgendwie vielleicht einen Wüstentempel finde. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Tradet der? Nö, hier tradet niemand. Das kann sie halt auch versuchen. Da habe ich vielleicht eine höhere Chance für. Bessere Sachen. War ich bei dem Haus schon? Ich bin gerade total verwirrt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich schon war. Da war ich, oder? Doch, da war ich schon. Das ist die Werkbank. Okay, jetzt kann ich mal wieder hoch zu meiner Basis gehen. Ein bisschen Zeug braten. Ist aber schade, dass hier. Ist hier eine Höhle? Eisen! Also hier ist auch Eisen, also die Höhlen haben die hier. Kann mal. Oh mein Gott. Oh. Die Höhle begraben. Oh. Oh mein Gott. Kann mal. Oh mein Gott. Hä? Warum lägt so? Das ist Eisen. Ich habe die Höhle gerade eingegraben.
jetzt den ganzen Sandstein wegmachen. Der Sand mal runterfällt. Okay, das heißt, ich baue jetzt mal hier den Asseisen ab. Ist dahinter noch was? Das ist ja das Blöde in der Wüste, wenn du so hoch auf so einer Höhe Eisen hast, dann fällt immer irgendwas runter. Und hier ist jetzt ein Loch. Ich könnte... Okay. Und ich begrabe es hier. Begrabe es wieder so. Egal. Die zweite Höhle. Die möchte ich jetzt aber auch nicht begraben. Ich muss vorsichtig sein. Ich glaube, selbst wenn ich einen Steinblock abbaue. Ah, nee. Ich glaube, nur wenn ich so einen Sandblock abbaue. Lava. Okay, hier ist wenigstens viel Eisen. Eigentlich mal zack, machen. Ist hier noch Eisen? Nee. So. Hier haben wir dann noch was. Hier ist also auch Lava. Hier ist auch Lava. Also, wenigstens haben wir 3 Folgen überlebt. Das jetzt eigentlich gar keinen Sinn ergibt, warum ich das jetzt erst anspreche, weil es kann sein, dass wir heute immer noch sterben. Eisen. Habe ich jetzt nochmal 14 Eisen? Und 15? Okay, hier ist Lava. Ich habe keinen Eimer. Deswegen baue ich das jetzt einfach mit Sandstone zu. Ist dahinter was? Ich weiß nicht, wer es kann. Okay. Ist da noch was? Sache, da ist noch Eisen. Das habe ich übersehen. Okay. Also ich glaube, Eisen brauchen wir sehr viel in diesem Projekt. Also desto länger wir überleben, desto mehr brauchen wir. Ist dahinter was, jetzt die Frage. Oder hier drunter. Nee, okay. Das ist einfach eine ganz gewöhnliche Kurzhöhle. Ich würde mich eigentlich auch... Okay, dann kann ich sie jetzt eigentlich zuschütten. Ah! Oh mein Gott. Ey, die ist gar nicht so krass zugeschüttet worden. Ich baue mal da ab. Ey, die kann man gar nicht zuschütten, oder? Das geht gar nicht. Oder? Kommt man immer noch rein. Egal, ich lasse die Höhle einfach in Ruhe. Mein Spitzer geht ja auch irgendwann kaputt. Und genau für die sollten wir auch Durability sparen. Hey, warum habe ich Durability schon wieder aus? So. 152 Hits. Ja, okay. Jetzt muss ich mal wieder hoch. Oh, das ist sogar Wasser. Ist schon eine einfache Möglichkeit hochzukommen. Was ich bei Wüstendörfern immer nicht verstehe, ist, warum die das Feld fluten. Guck mal, guckt euch das einfach an, als das Feld einfach geflutet. Das passiert so oft in Wüstendörfern, weil ich einfach keine Ahnung warum. Von was habe ich denn am wenigsten? Ich mache, glaube ich, das Eisen oder soll ich das Spiel? Ich weiß gerade nicht, was wichtiger ist. Ich glaube, das Eisen wäre am Anfang wichtiger. Ich baue mal eine Chest. Jetzt erstmal grob hier hin. Ich kann eigentlich mal, ich fahre mal Holz. Ich werde mir glaube ich irgendwie mit so einem Häuser verbinden. Hä, ja, ging es auch rund. Was ich halt gerne finden würde, wäre irgendwie so ein Wüstentempel. Aber weil die Wüste hier nicht sehr nah an unserem Dorf ist. Und das ist ein Lavasee. Also ich könnte versuchen in die Never zu kommen. Könnte ich aber nur, ich möchte eigentlich eine Axt da. Also ich könnte es versuchen, wenn da ein Lavasee ist, dafür brauche ich aber einen Eimer und diesen Trick habe ich nicht aus noch lange her, da ich den benutzt habe. Naja, hier ist noch eine Höhle, die könnten wir uns mal angucken, da auch. Ich glaube, ich warte jetzt mal eben, dass das Eisen kommt und dann werde ich einfach mal. Okay, ich habe jetzt kann mir jetzt einfach. Ich baue mir mal einen Eimer, dann versuche ich, kann ich mal
heute schon? Ja, ich probiere es einfach heute mal, dass ich den in den Nether komme. Nether komme. Sorry, Moment, danke. Okay. Okay, ich kann es probieren. Ich habe es noch nicht so wirklich getestet. Das ist ult. Aua. Oh mein Gott. Okay. Boah, dafür brauche ich einmal Wasser. Und ich muss mich voll essen. Lass das Eisen mal zu Ende schmelzen. Hier ist der Lavasee. Die eine Sache, auf die ich achten muss, ist halt, dass ich nicht sterbe. Okay. Nee, warte, das ist falsch. Egal, okay. Hä? Oh Mist, ist das Wasser weg. Oh, noch ein Block. Hä, warum ist das Wasser denn verschwunden? Ah. So, jetzt, dann mache ich den weg. Habe ich das so? Nein, das habe ich falsch gemacht, oder? Ah, nee, ich habe hier. So. So, habe ich jetzt den Boden. Also, zack. Vielleicht wissen einige, ich weiß es nicht, aber vielleicht wissen ein paar diesen Trick. Ich habe den zwar noch nie so wirklich. Nein! Was habe ich denn falsch gemacht, dass der da. Da muss einer nach hinten gehen. Ich weiß nicht, alles Lava zerstört. Ich könnte. Ich glaube, es funktioniert noch. Ja, noch ein höher? Nee, das okay, es ist dann nämlich nur da drin. Okay, dann nehme ich mir ein Lava und setze da einen hin. Nehme Lava und setze da einen hin. Da ist kein Wasser. Super. Muss da Wasser hinbekommen. So. Passt das? Nee. Das Wasser muss doch ein. Hä? Also. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Muss ich den Block hier vielleicht wegmachen? Wenn ich den Block wegmache, oder? Das jetzt? Aha, jetzt geht's okay. Habe ich jetzt hier noch einen? Den muss ich, glaube ich. Nein. 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 Spricht hier da Wasser. Dumm. Gucken, ob ich es schaffe. Ich habe nicht die Gerichtsart. Das klappt. Hier ist kein Wasser dran. Ich glaube, ich muss die Lava. Moment, ich muss dich eben freilassen. Lava. Okay. Ist noch Lava. Okay. Mal gucken, ob ich unter 20 Minuten schaffe, das Portal zu bauen. Jetzt bräuchte ich nicht mal das Wasser. Ich glaube, hierzu. Okay. Ich bin so verwirrt. So, dann sollte ich. Habe ich keine Lücke? Zack. Das klappt nicht. So ein bisschen klein. Ich meine, ich mache das jetzt nicht so, wie man das richtig schnell macht. Also, es gibt jetzt noch andere, schnellere Möglichkeiten, die ich jetzt gerade nicht mache, aber weil ich das halt einfach noch nie so wirklich gemacht habe, bin ich da auch selbstverständlich nicht so gut drinnen. Ist nicht. Ich kann doch eigentlich, kann ich doch einfach. Oder? Warte. Wenn der. Ah ne, das hat sogar gepasst. Das hat sogar gepasst. Passt sogar. Okay. Das heißt, den Lava-Block, den setze ich da. Ja. Okay, nächster Lava-Block, den nehme ich mir von hier hinten. Dann setze ich. Da unten rein, da der kommt darüber, der kommt darüber und schon habe ich mein Neverportal. Glaube ich. So.
Glaube ich, oder? Ich habe ein Nether-Portal. Nether-Portal. Jetzt brauche ich noch ein Feuerzeug. Ich habe es geschafft, oder? Es passt sogar. Okay. Ich brauche nur noch einen Flint. Gibt es hier irgendwo Kies? Bitte, bitte, bitte. Wenn gehe ich morgen in den Never. Oder in der nächsten Folge. Ich will keine mehrere 20 Minuten Folgen nerven mich eigentlich. Oh, davon ist Kies. Okay. Dann gehe ich jetzt noch kurz in den Never und dann startet die nächste Folge einfach im Nether. Wahrscheinlich werde ich dann sterben im Nether. Die Teer, hier ist die Höhle, warte. Mich runter befördern. Zack. Aber. Oh Gott, hier ist ja wirklich eine Höhle. Jetzt alles abbauen so. Okay. Mal gucken, was ich bekomme. Gut, dann mache ich so. Okay, ich werde noch das Nether-Portal fertig machen. Zack. Jetzt muss ich hier noch rauskommen. Gravel hier. Da haben wir so eine kleine Schlucht, die können wir eigentlich auch mal erkunden. Aber morgen möchte ich, also in der nächsten Folge möchte ich einfach nur in den Nether kommen. Heute, da werde ich da nicht mehr reingehen. Die ist gar nicht mehr. Schön, die hat. Nee, da waren wir drin. Okay. Wir müssen viel mehr erkunden, so ein Projekt, wenn wir es so lange überleben. Wer weiß, ob wir vielleicht einfach nächste Folge im Nether sterben. Never. Okay. Und ciao. Yeah! Wir haben das Never-Portal. Und dann würde ich, damit würde ich sagen, das war's auch mit der heutigen Folge. Ich habe so viel gemacht. Ich kann das. Ich muss ein bisschen Feuer bauen, glaube ich. Schnell durch. Nein! Ich will nicht mehr Nether. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich schon was Produktives in dieser Folge gemacht. Zwar haben wir Eisen gefarmt und ein Never-Portal gebaut. Habe ich sogar was in der Kante gebaut, egal. Okay, dann würde ich sagen, was ist einfach mit der heutigen Folge? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore.